Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn. Mit so viel Projekt muss man immer überlegen, was, mit was man gerade anmoderiert. Aber es ist tatsächlich Far Cry New Dawn. Das macht auch Laune, das Spiel, muss ich sagen. Jo, René, du bist auch wieder dabei? Ja, klar, immer. Sehr, sehr geil, sehr geil. Sehr schön. Ja, ich traue mich tatsächlich nicht, dieses Spiel alleine anzugehen. Mal abgesehen davon. Ich bin tatsächlich immer ich nur... Ich muss aber sagen, ich habe es ja tatsächlich alleine durchgezockt, alles schon. Hm. Und zu zweit machst du echt viel mehr Laune irgendwie. Ja, weil man sich zu zweit auch mal vornehmen, was wir daneben hatten mit der Schatzsuche, wo wir den Code eingeben mussten. Weil du musstest dir die ganze Zeit merken und alles. Und zu zweit kannst du dann sagen, okay, einer bleibt unten, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ja. Und der andere sagt von ich oben muss durch. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ja? Ich weiß ja, aber du kommst hier gerade ein bisschen gebrochen bei mir an. Ich denke, es wurde in den Aufnahmen auch so ein bisschen kratzig schon gebrochen. Okay, das hoffe ich mal, dass es so jetzt wieder besser ist. Test, Test. Jetzt ist besser, ja. Okay, also nochmal, was ich eben sagen wollte. Wenn man im Code angehen muss bei der Schatzsuche, einer kann von oben das Ding durchsagen und der andere kann unten dann eingeben oder beziehungsweise in die richtigen, wo die Fische da gemacht haben, aussuchen und alles. Und sonst musst du dir die ganze Zeit die Dinger merken und so. Ja, das deswegen. Ist halt und zu zweit quatsche halt ein bisschen besser und dann kannst du ein bisschen besser abspielen, noch taktischer reingehen und alles rum und dran. Na gut, by the way, was wollten wir heute machen? Nochmal eine Schatzsuche oder wollen wir tatsächlich wirklich recht nochmal Hauptmission mal weitergehen? Ja, vielleicht eine Schatzsuche, wäre eigentlich gar nicht mal so übel noch. Dann machen wir die hier. Oder einen Außenposten und dann die Mission. Gut, dann machen wir einen Außenposten. Also neuen Außenposten, wenn dann auch, oder? Ja, wir haben ja alles auf Elite. Wir haben ja alles auf 3. Also gut, die Frage ist, du kannst keinen Außenposten markieren, ne? Ich denke, hier wird ein Außenposten sein. Setz mal einen Marker. Ich habe Marker gewählt. Ja, ich vermute das auch, dass das hier oder die Fabrik hier unten ein Außenposten ist. Ja. Gut, dann fahren wir da mal hin. Dann holen wir mal ein Auto und machen uns mal hin auf. Auf geht es. Öffnet der Tor. Nix. War was? Was hast du gemacht? Nix. Kannst du in der Aufnahme gucken? Ich wollte gerade sagen, ich guck's mir halt an. Nee, ich hab mit dem Baseballschläger ein bisschen rumgespielt. Hab dir irgendwann zweimal den Baseballschläger. Ich hab ja auch schon ein paar Mal die Schaufel über die Rübe gezogen. Das ist das Gute, es gibt ja kein Friendly Fire quasi. Ja. Hey, zu welchem, was hast denn du jetzt markiert? Ach, das, da hinten. Okay, ich fahr zu meinem Punkt. Der ist näher. Naja, ich hatte da. Ich hätte. Mach ruhig, alles gut. Warum sind wir nicht einfach rübergespawnt? Ich hatte jetzt so fahren. Das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. So, weil wir müssen ja dahin. Ja? Ich mache eine Schnellreise. Okay. Das ist um einiges näher als da, jetzt mit die ganze mit der Karre wirklich 4 Kilometer durch die Stadt zu gurken, hier durch die Welt zu fahren. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Wir sind auf einmal noch bei 500 Metern. So, dann hol mal ein Auto. Einmal gerne, wo haben wir sie denn? Wo haben wir denn die Garage? Da.
dass diese maskierten Wichser das Fürchten gelehrt. So, hier fahren wir wieder mein Plätzchen hier oben, mein stationäres Geschütz. Wir wollten nach einem Außenposten holen, warum spawnen wir uns hier hin? Weil der doch hier in der Nähe war, oder nicht? Ne, der war hier hinten. Ach, scheiße. Okay, dann muss ich nochmal was machen. Tut mir leid, dann muss ich nochmal hier rein. Dann geht's, wollte ich jetzt rein. Ich hätte meinen Markerpunkt. Ja, aber der führt jetzt nichts irgendwie. Sag, das ist ja weiter weg als vorher. Ja, so, jetzt. Danke für die schnelle Hilfe in Prosperity. Jawohl. Endlich mal Musik mit einer Message. Entschuldigung. Ich brauche Hilfe. Entschuldigung. Auf. Ja, du bist soweit. Auf geht's. Ja. Hast genug die Leute geärgert. Was geht? Von der Strecke her. Die hatte war 4,1 Kilometer, die diese. Na gut, du musst deinen halt runter. Der geht halt auch dein. Du musst halt meinen Weg nehmen, meine Strecke nehmen. Ich hab grad Wegpunkt an. Oh, du bist ausgestiegen. Den holen wir dich beeilt. Glaube ich dich. Oder ist er tot? Nee. Siehst du? Ja. Ach, schade. Das fällt eine Vorratslieferung. Erster der Lieferung. Meine Lieferung. Jawohl. Ich hab's mir schon geholt. Achso, wo ich gerade wieder deinen weiblichen Charakter sehe. Die Klamotten wollte ich nochmal ausschicken. Kannst du gleich mit der Fahrt machen. Kannst du gleich mit der Fahrt machen. Dann gucken wir mal, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn Schönes? Ah, Gewitter, du musst halt kein vorgefertigtes Outfit nehmen, du kannst dir die Outfits selbst zusammenbasteln. Ich bin nicht mehr ein paar neue Handschuhe. Ja, die wären ganz cool, aber. Nee, Gesichtsbehaarung passt meiner Frau nicht wirklich.
Cappy oder so, das kannst du so, da nochmal. Jetzt habe ich mich ein bisschen umgezogen. Nice Outfit, lass mal gucken. Chillig. So, okay, das könnte ein Außenposten hier sein, ne? Oder? Ne, das ist kein Außenposten. Okay. Wo ist unser Auto hin? Ah, da hinten, okay. So, einmal noch das neue Zeug mitnehmen. So. Oh, schon am Vorteilspunkt gehalten. Ja, ich habe gerade Dings, sie war noch eine Geisel? Ja. Kann man direkt mal skillen. So, dann habe ich die untere Reihe jetzt voll mit dem Mehrwurf geschossen und mehr schwere Munition. Ja. Ich glaube, die wichtigsten hast du. Mechaniker kannst du dann demnächst nochmal mitgehen, vielleicht. Ich glaube, Schlösserklacken hast du ja. Also, ich glaube, ja. Ja, die Fädeln halt kannst du dann immer nach und nach halt mitgehen, aber. Unten die halt nicht vergessen, die musst du auch immer mal scalen, die ganz unten. Ganz unten habe ich schon, die jetzt mal rein, komplett. Ja, aber die kannst ja immer weiter aufgehen. Und mehr Faustschaden fällt mir halt auf und mehr Lungenkapazität kannst du auch mehr öfter scalen. So, let's go. Dann machen wir weiter. Wir wollen ja noch einen Ausposten holen. Wann ist was? War was? Ja, wieder ein paar Highwaymen aufgemuckt. Ja. Alles schon gemacht, alles schon aufgeräumt hier. Pass auf Hund. Ich hab's. Ja, Herausforderung abgeschlossen. Wieder ein. Was? Bringst du die gerade alle in die Luft? Ja. Das habe ich eben gemacht, so ein bisschen, ja. Okay. Was war das?
So, weiter geht's. Ups. Ich glaube, du hast was überfahren. Ich war halt echt in die Karre gelaufen, ja. Mhm. Jawohl. Ja, es ist schon da. Und hier sind gelbe Kisten. Ich kann dir gar nicht genug danken. So. Ja. Ich brauche hier Hilfe. Ich komm. Ja, hier sind zwei. Einer war mit Schild, der hat still auf das Geschütz geklettert. Da habe ich dann. Das ist unser Auto? Nee, so, nee, ich glaube, die sind mit einem eigenen gekommen. Kann aber sein, dass wir mit dem eigenen. Den einen hätte ich gerne gehabt noch mit. Die kam zu zweit auf einmal mit dem Motorrad da und noch so einer da. Ich hab dich. Sollte dir eine Jacke oder so anziehen sein? Irgendwie fehlt die Jacke bei dir. Echt? Ja, irgendwie schon. Sieht nicht so. Nicht so kriegermäßig aus, weißt du, so kampfmäßig. Das passt nicht ganz so ins. Auf, ins Endzeit-Geschehen. Ja, machen wir mal so. So. Lass gucken. Jawohl. Jetzt besser. Fällt mir besser. Ja. So, zwei brauchen wir noch. Eine brauchen wir noch. Da ist die letzte. Dann haben wir den Bereich hier auch abgearbeitet, den Schwarzbrennerpass. Alles abgelootet. Der LKW ist dran an uns. Okay, wir sind fast da. Okay. Die Signalstelle. Ich gehe direkt hier mal auf den Turm hoch. Falsch bedeckt noch. Ich habe hier zwei. Soll ich denn hoch? Da wo der eine markiert ist, ist ein zweiter dahinter. Ja, ich bin gerade am Markieren noch. Ich bin mich noch am Umfug. Ich bin oben auf dem Turm angekommen.
Oh, haben die schon was entdeckt? Nein, nein. Ich hab sie beide noch geholt. Ich hab den Alarm deaktiviert, nun sei. Oh, dieser scheiß Adler regt mich auf. Pass auf, hinter dir könnte einer kommen. Nice, ich komm runter zu dir. Oh fuck, ich bin aus Versehen. Ich werde entdeckt! Scheiße. Wurde ich entdeckt? Ja. Ah, okay. Scheiße. Oh, dafür sind die aber ruhig. Vielleicht hast du den rechtzeitig killen können. Ich kann dich töten! Jetzt wurde ich entdeckt. Was war das denn? Unwichtig. Beim letzten, Alter. Nee, du wurdest vorher entdeckt. Ja, ist ja egal. Und beide mit dem Bogen. So. So, eigentlich direkt nochmal, oder? Warte mal. Ja, können wir theoretisch direkt nochmal machen, ja. Das ist nur vorher Munition kaufen. Ja. Eigentlich direkt auf Level 3 hochballern. Wir sind safe. Waffen, wir haben die Fähigkeiten. Hey, wie sind wir da hingekommen? Die Wand, die sind kaputt gemacht. Hier. Sehr gut. Ich war auch jetzt überlegen, Moment, wie soll ich da unten durchkommen? Dann hauen wir das Ding mal hoch auf Stufe 3, beziehungsweise jetzt erstmal auf Stufe 2. Mit jedem Außenposten haben wir auch die Chance, neue Kleidungsstücke freizuspielen. Also ich habe es auch noch nicht alle freigespielt. Weil mit jeder Außenposten spielt ein anderes Kleidungsset frei. Na gut. Warte mal, ich muss gerade gucken. So, bereit für Teil 2? Auf geht es. Let's go. Sie haben die Radarstation zurückgeholt. Sie ist wieder voller Ethanol. Na gut, wir müssen es jetzt quasi noch dreimal machen. Noch zweimal.
Also nach dem noch einmal. Weil sie auf 2-1 ist. Ja, stimmt, sie ist auf 1, ja. Oh. Der passt mir jetzt gar nicht mal so gut, glaube ich. Pass auf, ne? Mhm. Ein Scharfschütze da oben. Haben die nicht entdeckt? Nein. Okay, sehr gut. Oh, der eine ist auf dem Weg zu mir, da der was. Ich bin jetzt ziemlich im Bedrängnis. Oh, da oben ist einer. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich gerade genau nehmen muss. Ich habe alle Alarm aus. Jawohl, den habe ich. Oh, ich wurde entdeckt, ich wurde entdeckt. Ich sprinte zum Alarm und schalte ihn aus. Es sind keine Alarme. Es sind keine Alarme, die aktiv mehr. Ich habe alle weg. Achso. Deswegen sagte ich gerade, die Form habe ich gerade rausgegeben. Was? Nice. Jawohl. Nee, den wurde ich schon gegeben. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Erstmal die beiden Alarme wegsnacken, oder drei oder was das waren jetzt. Leider nicht unentdeckt. Aber da warst du's, nicht ich. Ich glaube, wiederholt warst du's. Ja. Ja, ich wurde da in Bedrängnis gebracht. Die haben mich alle gesucht, ich war in dieser Hütte gefangen. Ich hatte keine Chance, nicht entdeckt zu werden, wenn du nicht alle von hinten weggeholt hättest, weißt du? Ja, ist die gut. Einzige Chance gewesen, aber. Hm. Ein paar habe ich dann geholt. Meine Angst war halt nur der Alarm, aber. Gut, dann gehen wir das direkt nochmal an. Dann gehen wir das ganze Ding nochmal an. Jetzt wird es hardcore. Jo. Aber lohnt sich ja fürs Ethanol. Ja. Die Radarstation ist wieder in der Hand der Highwaymen. Sie haben diesmal noch mehr Truppen dort stationiert. Da ist direkt einer. Oh, der war schneller wie ich. Ich weiß nicht, wo der eine ist. Da oben ist der Strecker. Oh, ich hab den Helm vom Kopf geschossen. Und schaff den. Nee, ich war's. Der Strecker da oben? Mhm. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch. Ich hab die Punkte bekommen. Das ist Schadensanzeige. Die wird dir auch angezeigt, wenn ich den Damage mach. Aber ist ja egal. Jetzt haben sie mich. Ja, ich auch, ich bin direkt neben dir. Ah, fuck. Okay, nicht so schlimm. Da wurde halt geballte Feuerknopf aufgefuckt. Hinter dir? Siehst du? Ich krieg's ja nämlich nicht. Jetzt habe ich sie nicht bekommen, die Anzeige. Die krieg ich tatsächlich, dann will ich sie da. Keine Ahnung. Ich hatte tatsächlich nämlich auch eine Anzeige. Das ist kein Scheiß. Oder wir haben sie gleichzeitig geholt. Ja, das kann sein. Ah. Deswegen bin ich gleich mehr. Naja, egal. Lass uns du wahrscheinlich mehr den geholt hat. Hauptsache der war down. Sterbi. Außer dann hätte er irgendwie doch mehr Stil, wenn ich den Helm vom Kopf geschossen habe und du den geholt hättest. Kann sein. Das ist schon irgendwie Stil. Hier, schau, Schütze, nimmst du den. Ich hab den Heli.
Ich hab den Scharfschütze aus dem Rücken. Da müsste aber noch irgendwas sein. Was noch ein Heli? Schaden. Gut, Scharfschütze. Ich weiß nicht, wo der ist jetzt. Ich werde gesehen, aber ich weiß nicht, angespottet, aber ich sehe nicht, wo der ist. Ja, irgendwo muss bei mir noch einer sein. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Da hinten ist noch einer. Da ist noch ein Vollstrecker. Ja. Mit Scharfschützengewehr, glaube ich. Ja, aber jetzt haben wir sie. Tischchen. Dann haben wir den noch auf Stufe 3. Super, na ja, genug. Haben wir richtig gut die Tonnen jetzt gerade gekriegt. Gut, 3 Vorteilspunkte geholt. Jawohl. Haben wir wieder 4. Na, da kann ich nicht mehr das skillen. Ja, ich skill auf mehr leichte Munition. Ja, ich hab schon alles. Ist wieder soweit. Ich will zumindest mal einmal alles durchskillen und dann kann man immer noch aufbauen. Ja, klar. Genau. Und dann würde ich sagen, trotzdem machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Far Cry New Dawn. Und dann könnten wir tatsächlich endlich mal auf die Hauptmission gehen, die wir seit keine Ahnung wie viele Folgen mal irgendwie angehen wollen. Weil ich bin da selber ziemlich gespannt, wie es aussieht. Weil dann geht's hier hin. Per Schnellreise. Und dann fahren wir mit dem Auto hoch. Dann holen wir uns New Eden. Dann wollen wir mal schauen, was uns da bei New Eden erwartet. Ja. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.